Für einen weiteren Aufreger sorgte die Polizei Niedersachsen mit einer kurzfristigen Verlegung des Niedersachsen-Derbys zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Eigentlich sollte die Partie am Samstag, den 18. März 2023 um 13 Uhr im Eintrachtstadion stattfinden. Aufgrund einer veränderten Lageeinschätzung verlegte die Polizei das Spiel jetzt auf den darauffolgenden Sonntag. Der Zeitpunkt bleibt dabei nahezu der gleiche. Anstelle von 13 Uhr wird die Partie am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Dafür wird die Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SC Paderborn als Tausch auf den Samstag verlegt. Das Statement der Staatsmacht stößt bei vielen Fans auf Unverständnis. Was soll an einem Sonntagmittag anders als an einem Samstagmittag sein? Zu beiden Tagen ist es um diese Uhrzeit noch gleich hell. Zu vermuten ist, dass die Kapazitäten der niedersächsischen Polizei und der umliegenden Bundesländer am ursprünglich geplanten Samstag nicht ausreichend für alle Erst-, Zwei- und Drittligaspiele war, weshalb es schlussendlich zur Verlegung des Derbys kam. Im Hinspiel blieb es außerhalb des Stadions größtenteils ruhig. Beide Seiten zeigten große Choreografien inklusive Pyroshows. Auch einige salzige Spruchbänder gegeneinander waren von beiden Szenen zu beobachten. Für mehr solcher News-Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.